Ja, wir sind natürlich total glücklich, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Ich fand die Ausgangssituation für meine Mannschaft schwierig, weil ja klar war, dass Bayern den einen oder anderen Spieler wechseln wird, verständlicherweise, und sich dann trotzdem auf das Spiel zu fokussieren und das so ein bisschen an sich abperlen zu lassen, fand ich jetzt aus meiner Sicht nicht so ganz einfach. Aber wir haben weitergemacht, mussten sicherlich die eine oder andere gefährliche Situation überstehen. Da hat uns Bernd Leno im Spiel gehalten. Da waren einige gefährliche Konter dabei, die auch dann irgendwann passieren, solange es 0-0 steht. Und dann haben wir irgendwann das 1-0 gemacht, haben dann noch gute Chancen herausgespielt zum 2-0, machen das dann mit einem wirklich fantastischen Tor. Kontersituation, spielen das super aus und haben dann am Ende, glaube ich, verdient gewonnen. Ich denke, wir haben das Spiel kontrolliert für unsere Situation. Es ist nicht einfach nach deutscher Meister vor unserem ersten Halbfinale-Spiel in Barcelona mit unserer Situation. Aber wir haben gut kontrolliert. Wir hatten zwei oder drei Torchancen. Nochmal, Leno war überragend. Nach zwei sensationellen Aktionen von Çalhanoğlu. Okay, alles. Auch es war Kontrolle, letzten 15 Minuten bei Leverkusen war besser. So. Gratulation und fokussieren auf unser nächstes Spiel in Bundesliga, in Champions League. Ja, man weiß natürlich, wenn es in so einer Situation oder in dem Bereich einen Freistoß gibt, dass das eine sehr, sehr gute Chance für uns ist. Und das ist außergewöhnlich, was Hakan da macht. Und es ist wichtig, dass man Spieler hat, die individuelle Fähigkeiten haben. Ja, Julian Brandt war hart heute für mich, die Entscheidung zu treffen, dass ich ihn nicht von Anfang an spielen lasse an seinem Geburtstag. Aber aus meiner Sicht die richtige Entscheidung. Und ich finde es besonders gut, dass er in der Lage ist, eben halt bei aller Motivation von Anfang an spielen zu wollen, dann auch so eine Situation annimmt und dann auf den Platz geht und dann einfach Vollgas gibt.